Was geht? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Eine Woche Free Packs. Wir haben eine ganze Menge angesammelt mittlerweile und öffnen heute die Ignite-Woche. Nein, das ist die Mecha-Woche. Ignite war letzte Woche. Wir haben Ignite-Pack am Start. Ich bin schon ziemlich durcheinander. Ich bin mit diesen Packs immer eine Woche in Verzug, weil ich ja eine Woche Free Packs sammle und dann erst öffne. Wir haben diese Woche die Mecha-Woche. Das ist die Woche, wo Victor Wembanyama am Start war. Das war einer der krassesten Drops bisher, weil wenn du einen Victor Wembanyama ziehst, dann hast du erstmal schon gewonnen und dann konntest du halt Victor Wembanyama auf Small Forward, auf Shooting Guard, auf Point Guard ziehen. Du konntest 100er Victor Wembanyama ziehen, du konntest einen Gold Victor Wembanyama ziehen, was halt schon wirklich ziemlich krass ist. Wir werden unser Glück heute auch versuchen, beziehungsweise ich habe es versucht, ich werde es euch heute zeigen, mit einer 400 MT 20er Box. Die kommt am Ende. Vorher öffnen wir, wie gesagt, unsere Free Packs. Wir haben hier aber auch schon die erste Chance auf Victor Wembanyama mit einem Deluxe Nebula Pack. Und da ist allerdings nicht mal ein Shake drin. Das bedeutet, ein Pink Diamond, den wir schon haben. Dyson Daniels hier für 12.000 MT wird abgestoßen. Ja, die letzten Wochen waren ziemlich anstrengend. Krank gewesen, Arbeit, Kind pennt nicht, Kind braucht sehr viel Aufmerksamkeit. Aber das gehört dazu. Der Game Cycle von NBA 2K ist ja zum Glück schon relativ am Ende. Wir haben nur noch die Freaks im Game, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Die Drops sind auch halt, ja, wenn wir ehrlich sind, die sind auch nicht so krass. Wenn jetzt kein Victor Wembanyama, wenn kein Yao Ming oder sowas da drin ist, dann sind sie wirklich nicht so stark. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem LeBron-Drop diese Woche haltet. Also ich glaube, das ist nicht mehr das Ding, weil LeBron James, wenn er nicht den anderen Release bekommt, wie zum Beispiel jetzt Glenn Rice, dann ist das eine tolle Karte, aber es ist keine Game-Breaking-Karte, wie jetzt zum Beispiel ein Yao Ming, der Small Forward spielen kann, ja. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Großes Spiel auf Small Forward, Thema, letzte Woche habe ich gespielt. Ich habe in den letzten 3 Wochen 4 Tage gespielt und das war immer nur das Wochenende für den Ring. Und das war dann in der letzten Woche gegen einen Small Forward Victor Wembanyama. Real P40 war der Gegner, auch deutscher Content-Creator, macht zum Beispiel TikToks. Und ja, er hatte Victor Wembanyama auf Small Forward und hat tatsächlich gegen mich gewonnen. Einfach, ich würde nicht mal sagen, weil er besser war, sondern seine Spielweise war so ekelhaft. Er hatte halt diese ganzen großen Spieler und Glenn Rice. Und Victor Wembanyama auf Small Forward und defensiv kam ich mit seinem Glenn Rice überhaupt nicht klar. Während wir jetzt gleich hier Ignite Dark Matter Option Pack bekommen, nicht Option Pack, Equal Chance in Anführungsstrichen. Nicht mal Equal Chance, wir bekommen dieses Pack und offensiv hat er mit Glenn Rice komplett rasiert. Da gehen GGs raus, am Ende irgendwie plus 10. Aber wir öffnen jetzt das Ignite Plus Pack. Für das gehe ich mal in das Commentary rein für diese Packs. Denn hier kann was Gutes kommen. Zum Beispiel Yao Ming, den wir gerade angesprochen haben. Gucken, Point Guard, Western Conference, das ist Lonzo Ball. Den hatte ich schon aus einem anderen Free Pack bekommen. Das heißt, den können wir jetzt tatsächlich schon in den Exchange packen. Ich finde diese Lonzo Ball Karte ziemlich gut, wenn ihr mich fragt. Also wenn ihr den habt und keine anderen besseren Point Guards habt, dann kann man den auf jeden Fall spielen. Also Lonzo Ball für meine Sicht eine klare Empfehlung. Ansonsten, was ist noch passiert? Was wird passieren? Stream diese Woche, ja, muss ich gucken. Wir haben auch noch Besuch aus den USA. Mein Schwiegervater ist da, um rechtzeitig zum Geburtstag von unserem kleinen Jungen, der in 2 Wochen ist, dann auch da zu sein. Deswegen muss ich immer gucken, wo welches Programm gerade ist. Ja, Samstagabend, also heute Abend oder morgen Abend, haltet mal die Augen offen. Ich kann es nicht versprechen, je nachdem, wie die Pläne sind. Der ist halt relativ spontan dann auch teilweise. Deswegen, erstes Mecha Deluxe Pack. Jetzt sind wir in der richtigen Woche angekommen und wir haben natürlich einen Shake. Das ist ein Shake, der, naja, zu schnell ist für ein Dark Matter oder ein 100 Overall. Center mit der Nummer 7 von den Washington Wizards. Das ist JaVale McGee. Mir haben Leute geschrieben, ich soll den mal ausprobieren, weil der einen geilen Release hat. Ich habe es nicht gemacht, ich glaube euch aber. Ich habe aber auch sonst nichts von der Karte gehört oder in den paar Spielen, die ich gemacht habe, habe ich den auch wirklich nicht einmal gesehen. Jetzt kommen wir zu der 400 MT Box und ja, dann quasi auch schon im Abschluss des Videos. Die Box geht noch ein bisschen, aber danach kommt nichts mehr. Wir haben das erste Pack mit einem Saphir Scottie Barnes. Dass diese Karten in diesen Packs noch drin sind, das ist auch wirklich eine Frechheit. Zweites Pack ist eine Goldkarte. Hater,
Bates, Diop, was? Ach du Scheiße, ey. Drittes Pack, wieder kein Shake, wieder eine Goldkarte. Also die Ausbeute aus diesen Packs, die kann halt wirklich wehtun. Mir haben ganz viele Leute in dieser Woche geschrieben, dass sie fast blank gegangen sind und nichts Gutes gezogen haben. Das ist wirklich bitter an dieser Stelle für die Leute, die das machen. Seid froh, einfach, falls ihr da kein Geld reingesteckt habt, wenn ihr nur eure MTs verzogen habt, dann könnt ihr die MTs wieder erspielen. Bei mir sieht es gerade auch überhaupt nicht gut aus. Die Ausbeute ist wirklich arm. Wir haben ganz viele Goldspieler, was krank ist, weil die stößt du halt für 210 MT ab. Und selbst im achten Pack an dieser Stelle dachte ich schon, scheiße, ich habe meine MTs so hart verschwendet. Und im neunten Pack kommt ein nächster Shake. Und das ist ein Galaxy Opal Shake. Das bedeutet, wir gehen weiter in der Collection, wenn es nicht auch JaVale McGee ist. Es ist ein Center, es ist die Nummer 1. Es ist Victor Wembanyama von den Spurs. Allerdings nur die Galaxy Opal Karte, die habe ich mal verglichen und die kommt sehr nah ran an den Pink Diamond, den man sich um Weihnachten herum einlocken konnte. Also nicht so gut wie der Dark Matter, der vorher rausgekommen ist. Mein Victor Wembanyama, der Pink Diamond, hat allerdings den Vorteil, dass ich damals sau viele Hall of Fame Plaketten draufgepackt habe. Von daher würde dieser Victor Wembanyama bei mir jetzt auch nicht unbedingt spielen. Elftes Pack, wieder nur eine Smaragd-Karte. Es ist richtig bitter. Auch weil man, langsamer Shake, das ist ein Dark Matter oder ein 100 Overall, das könnte auch Scottie Pippen sein. Wir gucken mal, was es ist. Es ist auf jeden Fall ein 100er. Ich glaube, der andere war noch Devin Booker. Und wir gehen rein und wir sehen Center und wir sehen Nummer 1 Spurs. Das ist Victor Wembanyama, 100 Overall, Victor Wembanyama, Center Power Forward in meinem Squad. Also, wenn ihr den mal sehen wollt, dann kommt auf jeden Fall in den Stream vorbei. Das ist unglaublich, dass ich diese Karte gezogen habe, nachdem ich LeBron James schon gezogen habe. Aber für den LeBron James habe ich viel mehr einsetzen müssen. An dieser Stelle nur 400.000 MT und dann Victor Wembanyama in der Box gehabt. Das rettet die ganze Box übrigens. Ich habe am Anfang nichts gezogen. Das war wirklich, wenn der nicht gekommen wäre, eine absolute Verschwendung gewesen. 100er Victor Wembanyama rettet komplett. Und ich habe ihn die Woche schon gespielt und ich muss euch sagen, das ist wirklich eine saugute Karte. Defensiv macht er dir alles weg. Offensiv, der Release ist nice. Man kann mit ihm auch mal den Ball führen. Sollte man nicht unbedingt machen, kann man aber machen. Also wirklich, keine Ahnung, wie das Glück schon wieder zustande kommt. Leute werden kommentieren, dass das ein Streamer-Pack-Luck ist. Aber wir haben hier auch den nächsten Dark Matter, was auch krass ist. Dark Matter, und ich konnte es nicht glauben. Center, Western Conference, und ist die Nummer 34 von den Houston Rockets. Das ist Hakeem Olajuwon, der auch eine sehr, sehr geile Karte ist. Und wisst ihr, was das Kranke ist? Der spielt bei mir zwar im Team, er ist im Team drin, aber er ist nicht gesetzt. Der ist nicht gesetzt. Ich könnte ihn theoretisch auch verkaufen. Mein Team würde nicht viel schlechter werden. Aber Hakeem, wenn ihr den habt und es ist nicht bei euch Victor Wembanyama etc. im Team, dann spielt den. Der ist richtig, richtig stark. Und das war die Box. Richtig am Ende gerettet. Die zweite Hälfte hat es gerettet. Die erste Hälfte war zum Kotzen. Da waren mehr Goldspieler als alles andere drin. Am Ende Victor Wembanyama, Hakeem Olajuwon haben es wirklich gerettet. Also Glück, 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 Glück. Unglaublich. Ich bin gespannt, was ihr noch gezogen habt. Ich habe schon, wie gesagt, einiges über die Woche mitbekommen. Da waren sehr, sehr viele Enttäuschungen dabei. Aber falls ihr nochmal was Geiles gezogen habt, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Auf jeden Fall die Empfehlung von mir, steckt da kein Geld mehr rein. Weil das ist alles nur noch, diese ganzen Drops, die da rauskommen von 2K, das ist alles nur noch Trash. Ich habe die letzten Wochen gar nicht mehr so viel dazu gesagt. Erstens, wie gesagt, aus Zeitgründen. Zweitens, weil es einfach jede Woche das Gleiche wäre. Am Anfang habt ihr es noch gehört, da habe ich die Dinger rausgehauen, diese ganzen Meinungsvideos und so, aber es hat alles keinen Zweck. Hier, Collector Level Pack. Ich habe 2000 Karten gesammelt. Ich kann mir zwei Karten aussuchen von den 100er Overalls. Magic, Luca, MJ, da ist der Jumpshot scheiße, von T-Mac eigentlich auch. Shaqs Wurf ist kacke, Dirks Wurf ist kacke, Kevin Garnett ist auch nicht so geil. Die Entscheidung ist mir relativ leicht gefallen. Ich bin auf Kareem und Giannis gegangen. Sind beide in meinem Lineup auch jetzt drin, aber ja, Kareem ist gesetzt auf Center Power Forward mit seinen 7'2 und seinem schon guten Release, finde ich. Giannis ist nicht gesetzt, der ist im Team drin, um andere Spieler zu kontern, wie zum Beispiel jemand, der Victor Wembanyama auf Small Forward spielt. Leider hatte ich diese Karten erst, nachdem ich dieses Game gemacht habe gegen RealP40. Ansonsten hätte es vielleicht ein bisschen besser aussehen können für mich. Das ist jetzt der Squad.
unglaublich, unglaublich starkes Team. Moses Malone gab es ja auch noch für die 24 Ringe in Unlimited. 100er Oscar Robertson. Das ist ein brutales Team, ja. Paul George noch von den Belohnungen damals auf dem Wheelspin. Hakeem Olajuwon ist jetzt auch noch drin. Dieser Moses Malone ist richtig stark. Und jetzt für den Rest des Videos blende ich euch noch den Lockercode für Jerry West ein. Ich meine, man sieht es auch im Game, im Menü. Aber falls ihr das bisher verpasst habt, dann habt ihr hier jetzt gerade ganz kurz nochmal etwas zum Einlösen für den Rest des Videos. Wie gesagt, das war eine Rettung in letzter Sekunde von Victor Wembanyama und Hakeem Olajuwon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr neu seid, würde ich mich über ein Abo freuen. Wir pushen 2000 Abonnenten. Wir waren schon auf 1940, aber irgendein Schwein hat uns wieder deabonniert. Deswegen steht hier wieder 1930. Aber das ist egal. Das ist egal. Wir kommen durch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wie gesagt, guckt mal vielleicht im Stream vorbei. Sagt Hallo. Trinkt einen Tee mit mir und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bin erstmal raus. Bye, bye.